Links, rechts, geradeaus. Links. Kiste! Ich war. Was ist denn hier? Heiliges, ne? Oh. Oh. Was ist? Hi. Ja. Ist. Ja. Ist. Ich. Sag nicht. Wiederleben mit einem. Oh. Oh, oh. Geil. Mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit belebt es dich wieder. Gefällt mir. Ha. Nur wem gebe ich das? Dart hat die Angriffsmarke und das verstärkt die Attacke, aber wenn es den Stoffen wahrscheinlich wiederbelebt, das ist natürlich wunderbar. Hm. Ach, komm. Was ist das? Ich hab's nicht drauf, das gibt's nicht. Gut, der Unterschied ist 20 Punkte, das ist natürlich viel. Gut, gebe ich es einem anderen Meister. Und wenn ich vergesse. Da, komm mal, Räuber, ach komm. Ich verpasse dir das. Nein, was jetzt? Hallo Toki, aufwachen. Ist 20 noch 5? Da, gut. Ja, das gut, die Ritter hier. Also, wir überlegen uns eine Strategie gegen den Drachen. Komm später wieder. Du und gegen Drachen kannst. Na, lass dich ganz nicht groß. Das ist nur das Futter. Gut. Gibt es auch ein Reaktionsbild des Götterdrachen? Das wäre natürlich. Hast du was zu sagen? Das Oberhaupt der Ritterschaft bespricht gerade die Maßnahmen, die gegen den Drachen ergriffen werden sollen. Ruhe bitte. Okay. Links. Du hast alles sehr schön gemacht. Ja. Nachkommen. Ich glaube nicht, dass die was für mich haben. Du? Wie sollen wir gegen den Drachen kämpfen? Nee, du nimmst ein Schwert, ein Schild und dann hoppla, hier, los geht's. Mit dem Kopf durch die Wand. Was ich sagen will, ist, dass das Monster gegen uns und die Macht der Heiligen Ritter keine Chance hat. Egal, was es ist. Haben Sie das Monster jemals gesehen? Den Berichten meiner Leute zufolge ist es größer als eine Wolke und schneller als auch noch was. Ein solches Wesen kann es gar nicht. Doch, man nennt es Flugzeug. Woher nehmen Sie Ihre Sicherheit? Ein solches Wesen kann es unmöglich geben. Sie Idiot! Sein Wissen über den Gegner beruht auf bloße Vermutung. Wollen Sie Ihre Männer einer solchen Gefahr einfach aussetzen? Wegtreten, Kommandant! Ihr seid gefallen. Jawohl, Ma'am. Idiot. Vollidiot. Dart ist gerade so Hahn im Korb. Also 2, 4, 6, 7 Frauen und er. Mhm. Beruhige dich, Miranda. Wir haben Gäste. Luana, seht ihr, ich bin froh, dass Sie gut wieder angekommen sind. Du hast dich gar nicht verändert, Schwester Miranda. Miranda, er begreift die aktuelle Lage einfach nicht. Wer sind diese Leute? Ich habe sie mitgebracht, damit sie mindestens so vor dem Eindringling retten. Hast du retten gesagt? Wenn wir nichts unternehmen, attackiert es uns wieder. Das nächste Mal könnte es uns direkt angreifen. Wisst ihr irgendwas über dieses Monster? Es ist der Götterdrache, der aus seinem langen Schlaf erweckt wurde. Kein Wunder, dass er schlecht gelaunt ist. Der Götterdrache? Du sprichst von dem Monster, das im Berg des sterblichen Drachen eingeschlossen ist?
Ja, der König der Drachen, eingeschlossen von den alten Mingus. Der Götterdrache ist zu neuem Leben erwacht. Seid ihr euch sicher? Ganz ruhig, Miranda. Du sagst, ihr werdet das Land retten. Können wir Menschen denn wirklich einen Drachen besiegen? Das wissen wir noch nicht, aber vielleicht können wir ihn aufhalten. Wie zuversichtlich du bist. Wir sind die Drachenhalter, die Drachen beherrschen, die Dragoons. Niemand außer uns ist ihnen gewachsen. Willst du sagen, dass ihr die Helden der Drachenkriege seid? Die Dragoons? Ich war auch überrascht, doch ich finde keine Falschheit in ihren Herzen. Das bedeutet, dürfen wir euch um eure Hilfe bitten, um den Götterdrachen zu besiegen? Ihr könnt gerne fragen. Treffen müssen wir ihn ohnehin. Aber wir müssen um einen Gefallen bitten, Majestät. Es gibt etwas, das wir brauchen, bevor wir den Götterdrachen entgegentreten können. Es wird erzählt, dass die Wingnis in früheren Zeiten zwei Waffen geschaffen hätten, um gegen die Drachen zu kämpfen. Eine davon ist ein Schwert, nämlich der Drachentöter. Was? Woher weißt du das, Rose? Was sollte das sagen? Ups, ich hab nichts gesagt. Moment mal, ist das nicht das Schwert? Ja, genau. Das ist das Schwert, mit dem dieser Bastard Lovitz getötet hat. Ich werde es nie vergessen. Da haben wir keine Wahl, als uns auf die andere Waffe zu verlassen. Welche könnte das sein? Der Drachenblockierstab. Wie der Name schon sagt, ist es ein Stab, der die Macht von Drachen blockiert. Und wo ist der Drachenblockierstab? Das wollte ich gerade fragen. Es sieht sogar so aus, als wüsste einer von uns darüber Bescheid. Maru? Wovon redest du? Weißt du etwas darüber? Bitte, sag es uns, für dieses Land. Warum zögerst du? Okay, ich sag's euch, Leute, okay? Ich glaube, er ist im Wald der Winglis. Im Wald der Winglis? Wo soll das denn sein? Im nördlichen Teil des Immergrünwaldes. Wenn das so ist, willst du damit sagen, dass die Winglis noch leben? Schon! Es scheint, als ob die Sage von den Feen im Immergrünwald einen wahren Kern hat. Königin Therese, ich gehe mit diesen Leuten zum Wald der Winglis, um den Drachenblockierstab auszuholen. Du kommst auch mit? Natürlich, diese Probleme sind zu groß, um euch alleine loszuschicken. Außerdem will ich sehen, wie viel ihr Dragoons wirklich könnt, ob ihr wirklich die Macht habt, die euch die Legenden zuschreiben. Ich beschwöre euch, bitte rettet Mösis so vor dem Götterdrachen. Jetzt ziehen wir zum Wald der Winglis. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay, los geht's. Ein Partymitglied mehr. Shana? Kommst du? Sonst gehen wir ohne dich. Moment mal, Shana ist nicht hier. Wo ist sie hin? Was für ein Timing. Kommt, wir suchen sie. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ah, Shana. Die merken das auch früh, also boah. Toll. Das ist genial. Die ganze Zeit hier runter gegangen und nichts gemerkt. Das muss man auch erzählen können. Ja, der jetzt ist sie nicht da. Hey, was ist kaputt? Hey, wo ist Anna? Ihre Begleitung in die Silokammer. Toll, und die ist gut. Kiste. Jetzt.
Könnte ja sein, es war schon mal versteckt. Sie kam es gerade. Das ist diese, oder? Wow. What the f. Hä? Shana! Shana, bist du in Ordnung? Wo bin ich? Wann bin ich hierher gekommen? Was ist passiert? Ich weiß nicht, aber wie komme ich hierher? Miranda, wofür ist dieser Raum?